Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Formel 2019 in der Karriere. Heute ist wieder ein Donnerstag. Donnerstag heißt in der Regel immer Special Video. Und heute wird es wieder sehr specialig, denn wir fahren ein wunderschönes Auto, nämlich den 98er McLaren MP4-13. Das ist das Auto, wo Mika Häkkinen 98 Weltmeister wurde und Mercedes McLaren gleichzeitig auch 98 die Konstrukteursmeisterschaft gewonnen haben. Ach ja, und wir fahren in Mexiko. Ich weiß, lange nicht gesehen. Ein paar Trainingsrunden habe ich hinter mir, ich glaube so 40 Stück. Leute, es wird ein Hit. Ach ja, die anderen Autos, da war noch ein 88er Senna da, 88er Senna sage ich schon so, selbstverständlich. Ne, 88er McLaren von Senna. Aber den sind wir, glaube ich, schon mal in Spa gefahren. Und den 2004er Formel 1 Auto, den wir auch schon mal in Italien gefahren sind. Was mache ich hier eigentlich in diesem Menü? Ich habe keine Ahnung. Leute, KI steht wieder auf 110. Ich weiß jetzt aber allerdings nicht, was das hier für eine Herausforderung ist. Hätte man lesen können. Nun gut. Sehen wir jetzt gleich. Willkommen zum heutigen Einladungsrennen, bei dem uns ein paar der weltbesten Fahrer eine Sondervorführung einiger ikonischer Sportwagen bieten werden. Okay. Da hatte jemand richtig viel Zeit, den Text einzusprechen. Es ist eine Überholherausforderung. Das heißt, es wird ein bisschen actionreicher. Das ist doch ein Hit. 4 Minuten haben wir Zeit, von Platz Elend auf P Super zu kommen. Okay, ich sehe gerade, wenn wir einen Rivalen schlagen, schlagen wir auch gleichzeitig den zweiten, weil die beiden haben dieselben Stats, nämlich 10. Oder? Das ist 10. Oder 10 Plätze aufholen. Das ist dann wiederum 1. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wir werden sie eh schlagen. 110er KI kann nix, wenn es um Classic Cars geht. Oh, aber der Sound. V10. Ein Hit. By the way, ne? 1998 Top Speed von David Coulthard erfahren. 353 km/h. Kann man machen. Achso, hier. Fettgemisch rein. Wo bin ich im ersten? Irgendwie fühlt sich mein Force Feedback halt wieder so seltsam an. Nun gut. Komm rum, danke. So, jetzt kommen wir zu einer der kniffligsten Stellen mit diesem Auto. Mann, geben Sie Gas davon. Ich muss vorbei. Ich muss gleich mal für den zweiten Besuch auf jeden Fall nochmal kurz die PS-Taste drücken. Weil Force Feedback ist irgendwie nicht zu Hause. Aber sowas würde ich echt im echten Leben echt feiern, wenn ausgewählte Formel 1 Fahrer gleichzeitig mit mehreren Classic Cars ein bisschen Quatsch machen könnten. So ein bisschen rumblödeln auf der Strecke. So, natürlich darfst du da keinen Stroll oder so hinterm Steuer setzen, weil sonst, ja, teuerster Unfall aller Zeiten. Seit damals in Belgien, das war auch 98, ne, mit dem teuersten Formel 1 Unfall aller Zeiten, weil einfach mal alle verwickelt waren. Oh. Bisschen halbherzig auf der Bremse gewesen. Das sind die drei, damit wir noch rumkommen. Ja, wollte noch mal kurz das Heck weiterlenken. Das ist doch ein wunderschöner Überholmanöver. Bisschen weit innen, bisschen sehr viel Körper mitgenommen.
Und da sind wir auch schon Erster. Eine Minute noch Zeit. Aber ein bisschen schade, dass hier so die ganzen Sponsoren hier wieder fehlen. Na gut, die Zigarettenmarke West. Leider weg. Because Zigaretten sind böse, böse, machen Aua, Aua. Mag keiner. Deshalb sind sie raus. Ich finde es eh schade so. Gut, ja, ja, jeder weiß, Alkohol ist nicht gut, Zigaretten ist nicht gut. Aber come on, so. Nur weil ich jetzt hier diese West-Zigarettenwerbung sehe, fange ich ja nicht an zu rauchen. Und mit dem gleichen Prinzip müsste man doch auch Ego-Shooter verbieten. Nur weil ich eine Waffe sehe, heißt es ja nicht gleich, dass ich mir auch eine besorge und einfach mal versuche, weiß ich nicht. Verrückt rumzuballern. So, ich brauche aber wieder meine Cockpit-Kamera. Wo? Nein. Komm, einen Versuch machen wir nochmal. Aber vielleicht diesmal mit Force Feedback, das wäre richtig nett. Aber ich finde unser Helm echt, echt auffällig. Und das ist gleichzeitig auch verdammt geil. Toll, einen Rivalen geschlagen, den zweiten gleich mit, because, naja, gleiche Zeiten. Ich finde es echt quatschig. Nun gut, Versuch Nummer 2. So, jetzt ohne Fehlerchen. Noch nicht mal mit einem klitzekleinen Fehlerchen, das wird jetzt der perfekte Run. Aber was ich verrückt finde, dass man auch hier Reifenabnutzung hat. Sehr kurios. Aber na gut. Wird uns eh nicht irgendwie beeinflussen. Later. Oh, man sieht oben links sogar, wie weit der Vordermann entfernt ist. Interessant. Gucken wir, wie dicht wir auffahren können, bevor... Oh, okay, nee, es wird geghostet. Warum wird geghostet? Verstehe ich nicht. Ich muss echt sagen, diese Kurve, die wir gerade durchfahren haben, die ist wirklich seltsam. Der vierte Gang fühlt sich... oh Gott, das war spooky. Der vierte Gang fühlt sich zu hoch an vom Drehzahl... ja doch. Nee, zu niedrig an vom Drehzahlband. Aber der dritte Gang ist viel zu hoch für die Hinterachse. Komm, die zweite Runde fahre ich mal in der Außenperspektive. Einfach weil ich es kann. Und weil es auch ein bisschen Spaß macht. Wir waren schon wieder geghostet. Das ist echt spooky. Ja, ja, klang ist schon schick. Ah, welche Kamera ist die richtige? Die hier. Windschatten. Vorbei. Boah, was für Manöver, ey. Ah. Die Kurve, ich hasse die einfach. Aber an sich ist die Kurvenkombination schon echt spaßig zu fahren. Lord. Nein, komm, hier, Dreiecktaste. In jeder Folge dabei. Komme, was wolle. Ups. Komm rum. Ja, genau. Tja, da sind wir schon wieder Erster. Komm, jetzt gehen wir uns mit dieser Ansicht. Das ist sogar die Lewis Hamilton-Ansicht, wa? Gran Turismo ist ja auch in dieser Ansicht gefahren.
komplett spooky. Ich habe keine Ahnung, warum man das für gar nichts machen sollte. Also freiwillig, es ist echt, huch. Das ist schon eine Ausnummer, so zu fahren. Ach, unser Helm ist einfach richtig gelungen. Komm rum, du Schiff. Nein, ist kein Schiff. Aber es hat sich gerade gelenkt wie eins. Okay, jetzt kommt die größte Herausforderung. Die erste ist in der Außencam. Oh, Leute. Ich habe gerade, oh, bin ich deppert, zu viel Assetto Corsa wieder gespielt. Ich habe Kreis gedrückt, um die Handbremse zu aktivieren. Wow, das war dämlich. Oh, Wahnsinn. Nun gut, hey, 110er KI, hammerkrass. Also zumindest, ne, wenn es um die Klassik-Autos geht. Das ist echt keine Herausforderung. Es ist wie jeder Schwierigkeitsgrad in Gran Turismo Sport echt keine Herausforderung. Hier übrigens nochmal der Beweis. Hallo, guten Tag, 110. Nun gut, Leute, morgen geht's weiter. Hier ins Qualifying nach Abu Dhabi. Es wird ein Hit. Ich hab mir vorgenommen, wirklich mal die Zeiten von der vom echten Rennen oder zumindest vom echten Training 1 ja, so auf dem gleichen Niveau zu bleiben. Oder zu sein. Zu sein. Bleiben ist, das ist schon sehr schwierig zu sein. Einmal ganz kurz zu sein. Nun gut, Leute, es ist Blackstream. Ich mache einfach mal schnell Schluss. Deshalb würde ich mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne eine positive Bewertung und ich bin dann mal raus. Glückwunsch zu deinem Erfolg beim Einladungsevent. Er mag dir vielleicht in der Meisterschaft nichts nützen, aber er ist definitiv förderlich für deinen Ruf. Standardaussage von Emma. Nun gut, Leute, ich bin dann mal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Und tschüss, Jeff. Warum verlässt du mich jedes Mal? Bye, have a great time.